Ja, keine Ahnung. Dankeschön. Schöne Woche noch. Tschüss. Holzhammer. Was? Holzhammer. Holzhammer, das Flaschenmaß. Ich verstehe Süddeutsch nicht. So. Wir waren jetzt bei IDK. IDK. Und Weihnachts, was haben wir da gekauft? Sektchen. Sekt. Oh, ich kann jetzt mal die Maske wieder abnehmen. Die Maske ist ja der Feind eines jeden Make-ups. Kannst du das mal in die Handtasche machen? Weil die Acetinis, da habe ich keinen Bock drauf. Wo sind Acetinis? Okay, verstehe. Stopf nicht immer den Müll in meine Tasche. Soll ich es ins Polo schieben? Ich wünsche euch noch ein schönes Polo. Bis bald. Was macht ihr denn? Hast du gut gemacht, Weinhaus. Stopf nicht immer die ganzen Müll. Wenn nicht mehr der langweilig ist, kann ich aus dem Müll was basteln. Okay. Mit dir ist mir nämlich meistens immer langweilig. Meistens immer. Meine Liebe. Aber bitte mit weniger Schaum. It's just Cavalli. And birds are twittering outside. It's so beautiful. Hello. Birds twittering. It's looking around like Christmas. Best of the... Hast du schon wieder einen Schlaganfall, Weihnachts? Nö. Nein? Nee, it's beginning to look around outside like... Nimm deinen scheiß Becher. Tschüss. Aber da ist immer noch nicht richtig was drin. Mach voll, bitte. Weinhaus, das war ganz knapp. Ich bin halt eine Ausgemessene. Ganz knapp. Eine Ausgemessene. So. Ja, Wein hast du jetzt. Noch nicht ganz voll geworden, es ist ganz voll. Wein, es reicht. Wein, hör auf. Jetzt ist er ganz voll. Jetzt ist er ganz voll, bitte. Nur am Maul, wie das machst. Wie das machst, ich sag's dir, ich sag's euch dir. Ich sag's euch, wie es ist. Wie das machst. Prost. Ganz schön geplempert. Sollen wir jetzt weiter? Ja. Weißt du, wo es hingeht? Nein. Ich muss erst mal, ich habe alle Hände voll. Ich habe was zu trinken, ich habe eine Kamera. Ich muss aber noch meinen Siri holen. Das ist nicht diese dumme Uhr, die immer sagt, wo alles hingeht? Die habe ich jetzt nicht mit dabei, weil die nicht zum Outfit gepasst hat. Warte mal. Lass uns mal kurz dazwischen Stopp machen. Ich komme, warte. Bisschen Skifahren. Warum ist denn da Eis? Das habe ich für dich mitgebracht. Und da ist auch gleich Altglas. Komm mal. Warum ist denn da... Warum ist denn da Eis? Warum ist denn da Eis? Das ist ja hochinteressant. Du Weinhaus. Und da ist eine Kirche. Dann müssen wir auf jeden Fall noch ganz kurz zu dem Falco Drossmann gehen. Weil hier, es sind ja gerade Bundestagswahlen und auch andere Wahlen. Landtag. In Berlin zum Beispiel, zum Abgeordnetenhaus. Und Volksentscheid gegen, ja? Also für die Enteignung von großen Mietkonzernen. Ja. Da würde ich sagen, ihr macht mal alle ein Kreuzchen bei, bitte enteignen, damit sich der Mietpreismarkt in Berlin etwas entspannt, weil sonst werden wir alle den Höllenritt unseres Lebens erleben. Ich finde natürlich ich finde das Wort enteignen schwierig, ehrlich gesagt. Weil enteignen hat was von... In dem Sinne werden sie auch keine rechtlich enteignet, sondern die werden bezahlt dafür. Der ist aber auch geil. Soll ich fragen, wie er heißt? Ja. Ernsthaft? Ja. Entschuldigung, darf ich kurz fragen, wie er heißt? Hi, du bist sehr hübsch. Tschüss. Das ist mein neuer Freund. Ricardo aus Italien. Guck mal, da ist der Falco Drossmann. Ist auch mein neuer Freund. Der ist ganz hübsch, ehrlich gesagt. Ja, guck mal, der Ricardo. Guck mal, der war gerade beim Sport wahrscheinlich, ne? Oder unterwegs einfach. So, jetzt. Guck mal den Arsch an. Man sieht doch gar nichts von dem Arsch. Nee, das kann ich jetzt nicht filmen. Bin zu weit weg dafür. Guten Morgen. Guten Morgen. Die hat das auch gar nicht filmen. Wo bin ich jetzt hin? Geradeaus, hab ich doch gesagt.
Ich bin drauf. Auch was richtig Urtümliches los. Du hast hier ist eine bayerische Bierstube. Oh, da freue ich mich. Ist auch hier, ist das süß gestaltet? Ist halt auch sehr unterversorgt mit Wasser. Und lebendig. Ja. Milans Body Shop. Wollen wir mich piercen lassen? Auf gar keinen Fall. Oder halt so ein schönes, so ein Augenbrauen-Piercing. Nee, so ein Nasenring hätte ich doch gern. Willst du dich piercen lassen? Kunst kostet Kraft und Haarspray und vielleicht möchtest du mir auf PayPal eine kleine Wertschätzung dalassen. Da würde ich mich sehr freuen. Ja, dann müssen sie die Schminke abmachen bestimmt. Und ich bin betrunken. Wenn ich betrunken bin, piercen die nicht. Soll ich mich piercen lassen? Nee, ich arbeite am Montag wieder, dann habe ich den ganzen Nase an eine Zündet sich das. Nee. Bitte? Sollen wir laden? Wir wollten uns gerade piercen lassen, haben wir überlegt. Warte, wir gehen mal hin. Komm, gehen wir rüber. Wir sind doppelt geimpft. Ja, komm, wunderbar. Wir lassen uns eh nicht piercen, weil wir Angst haben, aber. Warte mal, Milans Body Shop. Da? Das heißt, bisschen Milans. Hi, wer bist du denn? Dürfen wir reinkommen? Wenn ihr eine Maske aufsetzt, natürlich. Und euch mit Luca registriert, dürfen wir gerne reinkommen. Was? Luca-Registration? Ich kann mich da mit nie registrieren, das sagt ihr mal Scanfehler. Wieso? Guck mal dein Telefon raus. Ja, dann kriegst du. Halt mal meinen Becher bitte. Wir haben schon Sektchen getrunken. Macht ihr ein Home-Video hier? Ja, wir machen ein Video für YouTube. Wir sind heute in Hamburg. YouTube? Ja. Wir sind eigentlich aus Berlin. Wir sind eigentlich aus Berlin. Wie heißt du denn? Da sind wir 3 Wochen. Charlie. Seid ihr in 3 Wochen? Wir haben ja unsere Piercing-Konferenz. Piercing-Konferenz? Ja, das haben wir jedes Jahr, machen wir Workshops und so weiter. Ne? Wie heißt du denn? Ja. Ich bin Milan von Milan Body Shop. Ach, du bist Milan. Ja. Wir kommen mal rein. Ja, meine Liebe. Ich arbeite täglich damit am Einlass von Restaurants. Mal durch? Kannst du dich denn einchecken? Ja, natürlich. Dann check du dich doch mal ein. Also die Hälfte kann sich einchecken, die andere Hälfte nicht. Die andere Hälfte braucht ein Stück durch den Zettel. Ja, die andere Hälfte ist stark dumm. Und sag bitte nicht sie. Ich check mich jetzt erstmal ein. Ach, das sind die neuen Zeiten, ne? Das sind die neuen Zeiten. So, ich bin eingecheckt. Oh. So, ich bin eingecheckt. Hi. Hi. Ja, Moment. Das ist Jurassic Park, mein Name ist Jackie Weinhaus. Wir sind landesbekannte Transvestiten aus der Bundeshauptstadt Berlin und mischen heute Hamburg auf. Oh, hallo, da wird gerade tätowiert. Oh, ja bitte, mach alles, was du willst. Moin. Dennis. Darf ich dich filmen? Ja? Ist es ein Maori? Da wird gerade jemand tätowiert. Nee? Das nicht. Schade. Was lässt denn dir tätowieren? Ja. Maori. Was? Maori. Was ist das? Ich kenne mich damit gar nicht aus. Ist das was Hawaiianisches? Jurassica, welche Seite denn? Da oder da? Da. Da. Muss aber mit Make-up wirklich aufpassen. Ne? Also dann müsst ihr mich, glaube ich, jetzt erstmal um die Nase abschminken. Ich finde, diese Behandlungsräume sind spooky. Das sieht aus, wie als ob da irgendwie so Menschen operiert werden. Ja, wir piercen dich jetzt, komm. Wir piercen dich, okay, wunderbar. Kann ich mit Karte zahlen? Ja. Wie heißt euer Chef noch? Milan, der ist richtig geil. Ist der schwul? Leider nicht. Leider nicht, gut. So, die Weihnachts lässt sich jetzt piercen. Achtung. So, die Weihnachts lässt sich jetzt piercen. Wie heißt du, mein Schatz? Laura. Hallo Laura. Ich hatte auch mal ein Piercing. Und zwar hier unten. Lässt du dich jetzt piercen? Ja. Alter. Also liebe ZuschauerInnen, das war nicht geplant. Und dafür liebe ich meine Tochter, weil sie spontan ist. Es gibt übrigens auch ein Video davon, wie ich mir dieses hier habe stechen lassen. Das heißt, Frau Weihnachts und die gepiersten Titten gibt es auch bei YouTube. Könnt ihr euch gerne angucken. Ja.
Sag erstmal noch mal kurz, wer du bist. Ja, ich bin Milan von Milans Body Shop, eines der schönsten Piercing-Studios aus Hamburg, aus Norden natürlich. Und wir sind die einzigen, wirklich alles anbieten. Größte Schmuckauswahl aus Norden. Wir bereiten gerade alles neu wieder auf. Ach so. Wir haben gerade die ganzen Tresen voll. Ne, können dann mittlerweile die größte Schmuckauswahl anbieten. Dann machen wir alle Arten von Body Modification. Ne, haben 25 Jahre Erfahrung. Ja, aber natürlich. Da hast du ein Penis-Piercing? Ich habe auch ein Penis-Piercing. Nur eins? Ja, aber das sag ich euch jetzt nicht. Zeigst du nicht? Okay, gut. Gehen wir rüber. Du in dem Stückchen gleich. Wir gehen ins Verhandlungsstudio gewählt. Kommst du mit? Ja, natürlich komme ich mit. Ich muss das doch. Ich darf vom Piercing leider nicht. Aber kannst du das jetzt nicht ausprobieren? Leider unter Hygienerichtlinien. Wir dürfen im Behandlungsraum keine Mitleidpersonen. Okay, verstehe. Dann Weihnachten aber. Behandlungsraum stehen und filmen. Ausnahmsweise. Ja? Machen wir Ausnahmsweise. Komm, aber mit ein bisschen filmen wir, ja? Ich finde, das sieht wahnsinnig gruselig aus. Stößt dir nicht den Kopf? Nee, ich darf ihn nicht rein. Darf ich mir einen hinstellen? Weil, machen. Der Malauge habe ich auch gefilmt, als er gemacht wurde. Dreh den Bildschirm um, damit du dich siehst. So, das heißt ein ganz normales Nasenbier. Ja. Mit Glitzerstein am Anfang oder ohne? Darf ich mal die Auswahl sehen? Ja, zeige ich dir gerne. Hast du auch was mit einem schwarzen Glitzerstein? Oder schwarze Stahl? Nee, wir haben unter nur Silber, weil wir am Anfang mit einem Tar arbeiten. Also okay, 23. Und dann quasi mit Chrissy Clear. Oh, das Glitzer finde ich super. Ja. Oh, ich bin so eine Süßmaus gleich. Ich sag's euch, ich werde so gut aussehen. Noch besser als vorher. Naja. So. Ich finde, separat kann man nicht, ja? Ja, gerne. Sharing is caring.